Ich habe nämlich jetzt einen Überraschungsgast mitgebracht, den ehemaligen Skisuperstar Rainer Schönfelder. Und keiner kennt ja die Piste, oder fast keiner kennt die Piste so gut wie du. Was macht denn die Planei immer so ein bisschen schwierig für die Rennfahrer? Nö, das ist ein sehr steiler Hang, der eigentlich nie eine richtige Flachpassage hat. Es geht durchwegs bergab. Das ist auch das, was mich zu meiner aktiven Zeit etwas geärgert hat, weil es ist immer sehr angenehm, wenn man Flachpassagen hat, wo man den Ski laufen lassen kann. Das geht eigentlich da nicht. Ich muss den Ski immer kontrolliert bis ins Ziel bringen. Zumal ist sehr viel Wasser in der Piste, was ich gehört habe. Ich werde mir das jetzt dann gleich anschauen bei der Besichtigung. Das heißt, es wird sicher eine knackige Piste werden. Und zunehmend für die Österreicher, für unsere österreichischen Läufer ist es natürlich eine spezielle Herausforderung, weil man möchte genau bei dem Rennen besonders gut fahren. Also das heißt, wie glaubst du, werden die heutigen Bedingungen denn sein für unsere Skiassen? Also Bedingungen sind einmal sicherlich gut. Es ist ja vom Wetter her, die Voraussetzungen waren perfekt. Ich glaube, wir haben auch sehr gute Nummern gezogen, die Kollegen gestern bei der Auslosung. Da wird es kein Thema geben. Ich glaube, im ersten Durchgang gilt es einmal, sich sicher mit der Materie, mit dem Schnee vertraut zu machen, dass jeder sein Setup halbwegs gut in den Griff hat. Und entschieden wird das dann im zweiten Durchgang. Das wird dann ein richtiges Spektakel. Es wird dann hinten raus nämlich immer kälter. Was bedeutet, dass die Piste, sollte sie sozusagen über die Mittagszeit oder im ersten Durchgang etwas aufweichen, dann aber hinten wieder knackiger und kälter wird. Das heißt, das ist ein Rennen im Vergleich zu vielen anderen Rennen, das sich sehr verändert während dem Rennablauf. Und das macht es sehr interessant. Glaubst du, kommt das unseren Österreichern heute zugute? Ja, das ist ja keine Frage, sicher. Also bei so einem Publikum überhaupt, da ist man so wahnsinnig motiviert. Ich hoffe nur für die Kollegen, dass sie nicht überpowern, also dass man nicht geneigt ist, sozusagen übermotiviert in den Lauf reinzufahren. Das ist mir auch schon ein paar Mal gegangen. Es ist so eine gewaltige Stimmung. Man hat am Start oben sind schon Hunderte oder Tausende von Fans, die mit dir in einer gewissen Kommunikation stehen. Es ist für Österreicher auch auf der anderen Seite sehr schwer, sich am Start schon zu konzentrieren. Es gibt schon wahnsinnige viele Rufe, die da reinrufen. Und das macht das Ganze natürlich auch so besonders. Vorjahressieger hier ist ja Marcel Hirscher. Wer ist so dein geheimer Favorit heute bei dem Rennen? Marcel ist immer ein Favorit, das hat er über alle Rennen bewiesen. Ungeachtet, dass jetzt zweimal ein Franzose gewonnen hat, Clément Noël. Aber auch er wird vorne mit. Ich glaube, das Slalomfeld generell ist sehr zusammengerückt. Das hat damit zu tun, dass auch sehr viele Skifirmen gut gearbeitet haben und das Materialsektorbereich, das sehr eng zusammengeht. Das heißt, die Skifirmen, es gibt nicht mehr so viele Materialvorteile für gewisse Läufer, wie es vielleicht einmal gegeben hat. Das andere ist, dass sich aufgrund dessen, dass schon jahrelang das Reglement mit den Skilängen und der Kurssetzung gleich ist, sehr viele jetzt darauf eingestellt haben. Also ich würde sagen, im Slalom ist fast die größte Dichte. Das macht es für Marcel schwer, aber für die anderen Österreicher sozusagen ist das wieder gut. Es ist aufgeschlossen. Ich sehe alle mehr Österreicher, aber unsere vier Topläufer sehe ich in der Lage, aufs Podest zu fahren. Es gibt aber nur drei Plätze am Podest. Außer es fahren zwei Ex-Eco, dann haben wir vier am Podest. Das wäre, glaube ich, cool.